Hallo, ihr Gärtner da draußen. Pflanzen leben nicht nur von Luft und Liebe. Deswegen möchte ich euch zu einem Crashkurs in die Düngerlehre jetzt mitnehmen. Ich möchte euch jetzt die drei Hauptnährstoffe erklären, die für eure Pflanzen wichtig sind. Das eine, das ist der Stickstoff. Stickstoff haben wir in der Luft und Stickstoff gibt es in großen Mengen auch im Boden. Eure Pflanzen brauchen das, um Massenwachstum zu erreichen. Tomaten, damit sie viele Blätter machen, Kürbis, dass sie vieles Laub produzieren und andere Gewächse auch, wie der Kohl, dass eben Masse entsteht. Der zweite Baustein, das ist Phosphor. Phosphor ist für die Blütenbildung wichtig. Das habt ihr zum Beispiel auch bei Tomaten, weil ja nämlich da Blüten gebildet werden und natürlich auch bei euren ganzen Gartenblumen oder Balkonblumen. Die brauchen das eben als Stimulus, um Blüten, Knospen zu produzieren. Die dritte Gruppe, der dritte Hauptnährstoff, das ist das Kalium. Kalium ist das, was die Pflanzen festmacht. Euer Rasen zum Beispiel, der möchte mit einem festen Zellgewebe in den Winter reingehen, um Frost zum Beispiel auszuhalten. Deswegen kriegt euer Rasen Mitte September eine gute kaliumbetönte Düngung. Wenn ihr ins Gartencenter geht oder in den Supermarkt, um euch Dünger zu kaufen, dann steht auf den Flaschen immer so ein Zahlencode. Zum Beispiel 1284. Das bedeutet, dass dieser Dünger, wenn auf der Verpackung 1284 steht, einen hohen Anteil an Stickstoff hat, einen mittleren Anteil an Phosphor hat und einen weniger hohen Anteil an Kalium hat. Diese Zahlen hier, die können variieren und geben euch dann an, wofür der Dünger in erster Linie produziert wurde. Es gibt zwei Arten von Dünger. Es gibt den mineralischen Dünger und es gibt den organischen Dünger. Mineralischer Dünger habe ich hier mitgebracht und organischen Dünger habe ich dort mitgebracht. Mineralischer Dünger bedeutet, dass die drei Hauptnährstoffe, die wir ja gerade kennengelernt haben, in einer chemisch reinen Form vorliegen und von den Pflanzen ganz, ganz schnell sofort aufgenommen werden können. Wohingegen bei den organischen Düngern diese chemischen Komponenten Stickstoff, Phosphor, Kalium noch in organischen Geweben drin sind und von den Mikroorganismen in unserem Boden, den Regenwürmern, den Asseln, den Bakterien und was es da sonst so alles gibt, erst zersetzt werden müssen und nach einiger Zeit erst unseren Pflanzen dann aber lang zur Verfügung stehen. Jetzt möchte ich euch gerne mal ein paar Beispiele von den mineralischen Düngern zeigen. Das hier, dieses Blaue, das ist der absolute Klassiker. Er läuft unter dem Namen auch Blaukorn. Es ist ein Volldünger, weil er diese drei Hauptnährstoffe gleichmäßig verteilt hat. Den nimmt der Gärtner, um ganz schnell Nährstoffaufnahme in der Pflanze zu erreichen. Aufgetragen aufs Beet, nimmt's die Pflanze sofort, ist allerdings dann auch schon nach zwei, drei Wochen wieder weg. Um das zu umgehen, gibt es Dünger, ähnlich wie den wir gerade gesehen haben, in solcher Liebesperlenform. Diese Langzeitdünger sind ähnlich wie das Blaukorn, haben allerdings eine Wachsummantlung. Und aus dieser Wachsummantlung treten diese mineralischen Nährstoffe über einen langen Zeitraum hinweg sukzessive heraus. Dieser Dünger hier, auch wenn er mineralisch ist, kann für Pflanzen eingesetzt werden und reicht drei Monate, vier Monate, sechs Monate, je nachdem, was der Hersteller dort auf der Verpackung aufgeschrieben hat. Daneben gibt es auch noch Flüssigdünger. Im Grunde genommen ist es das, was ich euch gezeigt habe, nur schon in Wasser aufgelöst.
in speziellen Formulierungen. Formulierungen beispielsweise für Hauspflanzen. In unserem Wohnzimmer, unser Gummibaum, unser Anthurium, was sonst alles noch in unserem Wohnzimmer ist, dafür gibt es solche fertig betont gemischten flüssigen Dünger. Werden sofort beim Gießen von der Pflanze aufgenommen, halten aber auch wiederum nicht so lange. Wenn ihr ins Gartencenter geht, kommt ihr auch schon mal an den Beuteln vorbei, wo drauf steht Düngekalk. Kalk als solches kann nicht düngen. Es ist kein Dünger. Ich habe euch mal hier sowas mitgebracht. Das ist Düngekalk in Granulatform. Den gibt es aber auch als Pulver, als Kalkpulver. Der Kalk hat die Eigenschaft, den pH-Wert des Bodens nach oben zu verändern. Und dadurch passieren bodenchemische Reaktionen, dass bestimmte Nährstoffe, die in unteren pH-Werten nicht zur Verfügung standen, auf einmal beim hohen pH-Wert zur Verfügung stehen. Denn Kalk hebt den pH-Wert. Weißkohl, Rotkohl, Brokkoli, Blumenkohl mögen eher einen hohen pH-Wert und deswegen düngt der Gärtner seine Kohlpflanzen mit Kalk vor. Jetzt zeige ich euch einmal die organischen Dünger. Da gibt es eine große Anzahl, die wir da haben. Und der absolute Champion, den wir im Garten als Gärtner kostenlos haben, ist unser selbstgemachter Kompost. Im Herbstvideo, wo es ums Laub ging, hatte ich euch gezeigt, wie wir eine Laubmiete aufsetzen und das Laub nutzen als kostenloses Material, um damit Gärtners Gold zu produzieren. Auch jetzt bin ich nach einigen Monaten mal hingegangen und habe den vorgereiften Laubkompost geholt und dieses Material ist wirklich fantastisch. Auch hier, es ist nicht nährstoffreich, aber es lockert unseren Boden auf. Es bringt Bodenlebewesen in die Erde hinein, sodass Nährstoffe, die da drin gelöst sind, im Erdreich aufgeschlossen werden und unserer Pflanze zur Verfügung stehen. Absolutes Kraftfutter für euren Garten ist Pferdemist. Ich liebe es, im Herbst und im Winter die Beete damit zu mulchen oder auch einzugraben. Hier mit gut abgelagertem Pferdemist. Das bedeutet, das kommt nicht direkt aus dem Pferd auf die Pflanze, sondern es muss erstmal einige Monate, 3-4 Monate auf dem Bauernhof liegen, bevor ich es dann angerottet in meinem Garten unterbringen kann. Pferdemist ist ein richtiger Klassiker für stickstoffbetonte Düngung. Und als Bonus bekomme ich dann noch lockeres, krümeliges Erdreich, in dem unsere Pflanzen dann viel besser gedeihen. Jetzt zeige ich euch ein paar Dünger, die ich im Gartencenter schon mal mir besorgt habe, weil ich die im Laufe des Jahres an verschiedenen Pflanzen immer wieder gerne einsetze. Zum Beispiel hier. Das hier, das ist pelletierter Rinderdung, getrocknet, einfach in der Darreichung und den nehme ich unglaublich gern als organischen stickstoffbetonten Dünger, um damit meine Blattkakteen zu versorgen. Meine Blattkakteen kriegen davon immer eine gute Portion hier auf den Topf drauf und dann habe ich überhaupt kein Problem mehr mit dieser Pflanze im Rest des Jahres. Das genügt vollkommen. Dieser hier ist ein weiterer Klassiker bei den organischen Düngern. Das ist Hornmehl oder Hornspäne, je nachdem, wie fein es gemahlen ist. Es kommt von den Hufen von Schlachttieren und ist natürlich, wenn ihr im Garten vegan oder wenn ihr im Garten eher vegetarisch arbeiten wollt, natürlich für euch nicht geeignet. Stickstoff ist hier in einer großen Menge drin enthalten. Horn ist ein richtiger Träger von unserem Hauptstickstoffdünger. Und dieses Material wird im Boden eingearbeitet, in unsere Beete eingeharkt und die Bodenorganismen schließen diesen Stickstoff für unsere Gemüse, den Salat, die Tomaten als Grundlage im Laufe des Sommers auf. Diesen hier habe ich euch mitgebracht und weil der so furchtbar stinkt, habe ich einen Deckel drauf gemacht. Auf dem Silbertablett Hühnermist. Gesammelt im Hühnerstall,
hochgradig Stickstoffdünger. Man bekommt ihn im Gartencenter als pelletierten Hühnermist, ähnlich wie der Rinderdung, aber auch als Guano. Guano-Dünger ist ein Vogeldünger, ein Vogelkot, der getrocknet ist und dann in pelletierter Form uns als Gärtnern dargereicht wird. Es gibt darüber hinaus noch organische Dünger, die aus verschiedenen Mischkomponenten bestehen. Ein weiterer gerne verwandter organischer Dünger ist das Blut-, Fisch- und Knochenmehl. Dieser Dünger hier ist hervorragend im Gemüsebau, im Hochbeetbau angesiedelt, um dort unsere Pflanzen ausgewogen, gleichmäßig mit den wichtigsten Nährstoffen zu versorgen und um gleichzeitig das Bodenleben anzukurbeln. Aber auch hier wieder, es ist nicht geeignet, wenn ihr vegan oder vegetarisch gärtnern wollt. Also zusammengefasst könnt ihr mineralischen Dünger nehmen, wenn ihr die schnelle und intensive Lösung für eure Pflanzen braucht. Hier bei diesen flüssigen, die nehmen wir in erster Linie für unsere Zimmerpflanzen, für die Balkonpflanzen, wo wir flüssig düngen möchten und oft gießen. Die hier, die nehmen wir im Garten, um schnell eine grüne Lösung zu haben. Das hier mit dem organischen Dünger, das ist die langfristig und sachte Methode, um eure Pflanzen und vor allen Dingen euer Bodenleben zu aktivieren. Ich hoffe, dass euch das Spaß gemacht hat und dass ihr jetzt nicht mehr hilflos im Gartencenter vor der großen Produktfülle an verschiedenen Düngemitteln steht und mit den ganzen Dingen dort auch etwas anfangen könnt. Ich muss jetzt jedenfalls raus in den Garten und noch einiges mit Pferdemist mulchen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, vergesst nicht, den Gartencoach zu abonnieren. Ich muss jetzt los. Tschüss.